Ein gut gelaunter Michele Rizzi heißt, die Preußen haben gewonnen 4:0 gegen Rot-Weiß Erfurt. Michele, deine Statement zum Spiel? Ich glaube, es war eine Top-Mannschaftsleistung heute. Wir waren von der ersten Minute an da, haben alles reingehauen, vom ersten bis zum 14. Mann, der reinkam. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg, dass wir einfach Vollgas gegeben haben, jeder für den anderen da war. Und so kommen wir da unten raus. Und es war ein wichtiger Sieg. Zwar gibt es nur 3 Punkte dafür, aber die Leistung war richtig gut und dann gehen wir dann mit Selbstvertrauen jetzt nach Zwickau nächste Woche. Tobias Waschewski, 4:0 gewinnen die Preußen heute. Deine Worte zum Spiel? Ja, war ein gelungener Sieg und wir haben als Mannschaft gut gespielt und ich glaube, wir haben uns das auch verdient. Für dich persönlich auch wieder super gelaufen, Tor gemacht, Startelf-Einsatz. Ja, für mich war auch ganz toll und ich habe mich gefreut, dass ich wieder von Anfang an spielen durfte und habe das genossen und ja. Ole Kittner, Glückwunsch zum 4:0 Heimsieg gegen Rot-Weiß Erfurt. Wenn ich sage, die Mannschaft war heute der Spieler des Tages, würdest du das unterschreiben? Auf jeden Fall, ja. Würde ich so unterschreiben. Was hat sonst den Ausschlag gegeben? Was war das Rezept, der Schlüssel zum Erfolg? Ja, ich glaube, dass einfach die Arbeit, die wir jetzt geleistet haben, die Vorbereitung, ist kein Zufall, dass wir jetzt das Spiel auch gewonnen haben und davor auch gewonnen haben in Köln. Da steckt halt immer auch ein Plan dahinter und das, was wir trainieren. Deswegen ja, müssen wir jetzt so weitermachen. So. Wir dürfen uns auf jeden Fall auch nicht ausruhen. Das ist ein gutes Mittel zum Erfolg auf jeden Fall. Auch nach dem 2-0, 3-0, 4-0 hat die Mannschaft immer weiter nach vorne gespielt. Mit Spielwitz, war das auch so die Marschroute? Ja, in der Kabine hat der Trainer gesagt, in der Halbzeit, er ist sehr zufrieden. Alles gut, es gibt jetzt nicht so viel zu kritisieren beim 3-0. Aber wir sollen wach bleiben, wir sollen weiter aktiv bleiben, weil wenn man in den ersten 5, 6, 7 Minuten mal ein Tor kriegt, dann kann es immer noch eklig werden. Und wir haben probiert, einfach wach zu bleiben, früh anzulaufen, zu attackieren, dass Erfurt nicht so gut ins Spiel kommen kann oder überhaupt ins Spiel kommt. Und das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben mit 11 Mann verteidigt, wir haben gut angegriffen, waren gefährlich bei Standards, bei Angriffen, haben es gut durchgespielt. Es hat riesig Spaß heute gemacht, wieder tolle Unterstützung von den Fans und ja, so kommen wir gemeinsam da raus. Durch die letzten Punktgewinne seid ihr weiter rangerückt an die Konkurrenz. Wie schätzt du die Situation momentan ein? Ja, immer noch nicht komfortabel. Also wir haben jetzt den Anschluss geschafft. Das war schwer genug. Und trotzdem ist es so, dass wir jetzt von Spiel zu Spiel denken müssen, auch wenn es eine Floskel ist. Aber es ist einfach Fakt. Und keinen Zentimeter weniger machen dürfen. Letzte Frage, bei deinem Torjubel, bist du bei den frischen Temperaturen ein bisschen eingefroren? Ja, es war echt kalt. Deswegen bin ich stehen. Ich wollte eigentlich zu den Fans laufen, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Nein, Spaß. Wir haben diese Mannequin-Challenge mal gesehen, haben wir beim Spaziergang heute gesagt, komm, wir probieren das einfach. Und ja, ich habe es dann gemacht. Ich kam mir aber selber irgendwie vor wie ein Idiot. Aber ist egal, ich habe gedacht, dann zieh ich es durch. Und der eine oder andere hat dann mitgemacht. Aber ja, scheißegal, Tor, top vorgelegt von Sinan. Ich musste noch rüberspielen, reinspielen. Und ja, überragend, toll, dass wir gewonnen haben. Dann darfst du dich wieder bewegen und ab in die Kabine. Danke.